Ja, willkommen zu unserem letzten Spot. Wir sind im Camping Savoudria. Das ist in Bashania Ja, so ähnlich. oder so ähnlich, Ich genau, blende es unten mal ein. in der Nähe von Umag. Genau, dieser, wie wir finden, idyllischer Campingplatz, der tat uns 3 Tage ganz gut. Und wir wollen ihn euch auf jeden Fall zeigen. Auf jeden Fall. Gleich hier um die Ecke könnt ihr teures Obst kaufen. Die Mirabellen, glaube ich, kosten das Kilo 7 oder 8 Euro. Naja, so ist das. Ja, also hier dieser Platz, das war mal wieder der dritte Anlauf, das muss ja auch mal gesagt werden. Wir suchen uns was aus, fahren los. Der Spot ist scheiße. Na, scheiße ist jetzt übertrieben. Wir fühlen uns nicht wohl, suchen uns das nächste raus. Da fühlen wir uns auch nicht wohl. Und irgendwie ist es immer ganz anders, als wir es vorher geplant haben. Ja, Das ist aber zur Camping. Not kann man Reisemobil, man kann überall hin. Ja, genau. Also damit wollten Und wir nur ja. mal kurz sagen, dass wir nie auf dem ersten Anhieb sofort einen Treffer haben. Hier haben wir auf jeden Fall einen guten letzten Spot getroffen. Genau. Hier vor Kopf die Rezeption, direkt daneben ein kleiner Supermarkt. Der hat allerdings von 8 bis 14 Uhr nur geöffnet. Ja. Vermute, in der Hochsaison wird er wahrscheinlich länger geöffnet Ja, haben. laut Internet bis 21 Uhr. Ja, guck. Aber wir haben jetzt gerade Anfang Juni. Ich denke mal, die starten dann noch Ja. erst, ne? Okay. Ja, gehen wir mal ein bisschen über den Platz. Heute ist es recht gut gefüllt hier. Tatsächlich, ja. Ja, das ist der Platzplan. Und ja, er ist nicht zu groß, der Campingplatz. Und wir haben die 361. Genau. Jungs, danke schön. Dankeschön, Die Gage kriegt ihr später, ne? Jungs. Dreimal dürft ihr raten, was für eine Platzkategorie wir uns ausgesucht haben. Richtig, Axi. Richtig. Also hier auf diesem Platz gibt es auch keine Parzellen. Also es ist alles recht offen. Oh, ich rieche gebratenen Fisch. Ich auch. Die kochen alle, Und ne? ihr habt natürlich immer Strom am Platz, Ja. sowie auch Wasser. Zumindest bei uns. Aber hier ist kein Wasser, ne? Hier nicht, bei uns schon. Oh. Das war eine Desinformation. Also nicht überall Wasser, aber Strom. Genau. Ja, wir haben ja den Strom direkt vor Kopf, ne? Aber wir wollen uns keinesfalls beschweren. Ja, da sind die Sunnies. Da gehen wir jetzt gerade nicht mal, gehen wir jetzt nicht rein, weil das ist gut gefüllt. Insgesamt gibt es hier auf dem Platz 4 Stück, ne? Ja, die alles haben dann, ne? Also Alles. Chemie, Dusche, Und Bellos. Bellos. Sollen wir mal kurz auf unseren Platz gehen? Ja, Weil gerne. liegt gerade auf dem Weg. So. Also wir finden, wir haben es richtig gut erwischt. Ja, sag mal so, wir könnten schlechter stehen. So, hier stehen wir. Und das ist unser Ausblick. Also direkt von Auto aus gucken wir aufs Meer. Ja, ist schon geil. Also, wir Hier. haben nicht so oft solche Plätze direkt am Strand bzw. am Meer. Ja, schon cool. Ja. So, St. Karl, ach da. Boah. Ja, hier hat es auf jeden Fall auch mächtig geschüttet. Also der Platz hier war auch ziemlich unter Wasser. Deswegen haben wir jetzt auch vor dem Wagen nicht so komplett aufgebaut. Also in diesem Jahr war das Wetter hier wirklich, naja, ähnlich wie zu Hause. Also es war hier unberechenbar und selbst die Einheimischen haben gesagt, das haben sie so Jahre nicht mehr erlebt. Ja. Ja, Dirk, hier, film mal drauf. Das Mhm, ist die Platznummer. Und Ja. dann sieht man mal, wie riesig das Stück Land ist, wo wir uns eingekauft haben. Und natürlich nennen wir euch ganz zum Schluss auch den Preis. In der Zeit könnt ihr ja mal so spekulieren mit so einem Ausblick.
Also wir stehen hier eigentlich zweite Reihe. Das ist tatsächlich nur ein Aktienplatz. Und da ist schon so ein Premiumplatz, ne? Also ja. Der natürlich auch teurer ist. Sind unsere Nachbarn nicht auch schon Normalzahler? Wie? Die rechts neben uns stehen, die netten? Ich meine, das sind auch Axi. Ah, okay. Axi-Nachbarn. Ja. Gehen wir mal weiter. Ja, hier sind halt, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze der Platz hat. Ich glaube, 400 Stellplätze müssen es sein. Ja, Achtung, Fahrrad. Uh-huh. Und hier haben wir natürlich dann auch im Pinienwald überall Axi-Plätze. So, ja. Jetzt sind wir hier am zweiten, nee, Sunny-Haus Nummer 3. Ja, die sind ja alle ähnlich, ne? Alle ähnlich, ja. Oh, und die Kam, nehmt euch mal mit. Ich bleib draußen. Mhm. Ach so, ja. Aufgrund der Witterung, oh, ich gehe mal ins Licht, kann man jetzt natürlich die Sauberkeit nicht ganz so gut beurteilen. Also geputzt wird hier schon, aber aufgrund der Matschepampelacke ist natürlich hier ein bisschen schwierig. Mhm. Die Duschen in Lavendelfarben. Ja. Weiter geht's. Außenduschen gibt es hier auch. Oh, Hundebaden, Duschen verboten. Habe ich gestern gemacht. Die war so, sah so schlimm aus. Ja, also man kann sagen, es ist alles zweckmäßig. Ne? Ist halt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Kühlschrank, okay. Aber es reicht aus, um sich zu reinigen und seine Notdurft zu verrichten. Man sieht hier auch ganz viel Müllentsorgungsgelegenheiten und auch Fähr- und Entsorgung. Ach Dirk, was ist los? Ich chill. Bist du schlapp auf der Brust heute? Nö, ich chill hier ein bisschen. Hast du auch mit mehr Blick? Ich chill vor den Bellos. Krieg mal. Check, check, check. Also kann ein bisschen unruhig klingen vom Ton. Ja, es ist gerade sehr windig hier. Wobei das Meer ist hier sowieso relativ rough. Ja, ne? Das ist wahr. Die ganze Zeit. Ja, ja, also hier gibt es im herkömmlichen Sinne keinen Strand, sondern das sind mehr, was sagt man dazu? Das ist eine Felsen-Beton-Mischung hier. Felsen-Beton-Mischung, ja. Genau. Aber man kann trotzdem von hier aus gut reingehen, ne? Ins Wasser. Also bis zur Wade war ich schon drin. Das ist echt mutig. Ja, ich bin eine Mimi, was das angeht. Das stimmt. Ja, so sieht das hier aus. Guck mal, da sind auch Außenduschen, wenn man aus dem Meer kommt. Wo denn? Da. Ach da, ja. Ja, so sieht eigentlich der komplette Küstenabschnitt hier aus. Also durchweg bis, weiß ich nicht, bis nach Slowenien oder so. Weil ist nicht weit weg von hier, mein Gott. Ich habe heute echt eine Aphasie. Woran liegt das wohl? Ich weiß es nicht. Mhm. Wahrscheinlich war gestern ein Cocktail zu viel, ne? Cocktail, ja. Ach so, genau. Interessant ist auch, direkt neben diesem Campingplatz ist auch Camping Lighthouse. Das kennen ja wahrscheinlich einige von euch. Finde ich auch sehr schick. Tatsächlich? Ja, weil da sind deine Parzellen, ne? Ja, also, parzellierte Plätze. So ja, das mag ich ja so. Ja, ich meine, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass das so ist. Oder dass die Spaziergänger oder Fahrradfahrer quasi fast auf dem Kaffee vorbeikommen. Ne? Das ist Camping, ne? Ja. So muss man das einfach sehen. Gehen wir mal ein Stück. Aber man kann schon sagen. Ist doch cool hier mit der Bank, ne? Da setze ich mich jetzt erstmal hin. Man kann schon sagen, dass wir uns hier gut entspannt haben, drei Tage. Auf jeden Fall. Fazit. Ja. Also, wie hat es dir gefallen, Dirk? Schöner Platz. Ja. Günstiger Platz, super Ausblick. Von hier aus kann man viel machen auch, ne? Wenn man
gute E-Bikes hat. Die Nachbarn waren ja auch in Slowenien, ne, mit ihren Mountain-E-Bikes. Wir hatten da mit unseren Kleinen schon so ein bisschen Schwierigkeiten, aber trotzdem waren wir agil. Ja, weil die Wege so matschig waren. Hat ja so übelst geregnet hier. Und da kam die Car mit ihren City-Bike überhaupt nicht voran. Ich habe gar kein Profil auf den Reifen. Das ist ein City-Bike, ne? Ja. Also da ging so mal so gar nichts. Und da mussten wir umkehren und netterweise war da aber ein Angestellter hier mit einem Kärcher und so, dass ich das Rad wenigstens weiterschieben konnte. Ne? Das war mein Fazit, glaube ich. Ne? Ach so, ja, geht schon wieder Logo-Rö. Los mit der Logorö. Es wird nicht besser. Genau, also was haben wir bezahlt? Wir haben hier bezahlt für, das was, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel haben wir bezahlt pro Nacht? 22 Euro. So. Mit diesem Ausblick, also bitte, da gibt es nichts zu meckern. Absolut, überhaupt gar nicht. Nein. Na, klar, Abstriche muss man machen, was die Sanitärgebäude angeht. Aber ich glaube, das geht schlimmer. Ne? Ich denke auch. Also von daher, wir persönlich würden euch diesen Platz empfehlen, wenigstens mal vorbei zu fahren und halt wirklich zu gucken, hier relativ weit vorne, am besten Stellplatz 361 zu bekommen. Ein Axi-Platz, genau. Ja. Wir sagen Dankeschön. Vielen Dank. Dass ihr uns bis hierher gefolgt seid. Wir machen uns morgen wieder auf die Rückreise Richtung Deutschland. Sollte da was Spannendes sich ergeben, werden wir es euch auf jeden Fall wissen lassen. Gut. Bis dahin. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.